Ja Leute, ich wollte hier heute mal ein paar Hechte fangen mit Oberflächenwobblern. Ich zeige sie euch gleich. Ich habe die Kamera noch nicht mal aufgestellt und schon, da heißt es immer, im Kraut fängst du nichts, aber die Frösche geben den Köder vor. Ja, und dann Gummifrosch, perfekt. Sonnenschein, nur wer am Wasser ist, fängt Fisch. Ja, guten Morgen, liebe Angelfreunde. Heute nehme ich euch mal mit auf die Rana-Tour. Wer in Biologie aufgepasst hat, weiß, dass Rana die lateinische Bezeichnung für den Frosch ist. Ja. Und heute sind die Rana Frogs von Jensi mit dabei. Und an dem schönen Altarm wollen wir es mal probieren auf oberflächenraubende Hechte. So Leute, sehr geiler Start. Fisch schon dran, obwohl noch gar nichts passiert ist. Ich wollte euch mal, ich bin noch ganz aufgeregt. Ich wollte euch noch mal kurz die Köder vorstellen. Wir haben heute die Rana Frogs dabei. Shall we begin? Die laufen richtig gut und wie ich eben sehen konnte, der Hecht zieht den Frosch echt runter und beide Zwillingshaken saßen fest im Maul. Perfekt, also besser geht's gar nicht. Und dann eine kräftige Schnur, könnt ihr den schön durchs Kraut durcharbeiten. Ja, Wahnsinn, so kann es weitergehen. Ich hoffe, ich kann euch noch ein paar spektakuläre Bisse präsentieren, denn manchmal ist es wirklich so, die Hechte kommen im Uferbereich komplett aus dem Wasser rausgeschossen und attackieren diesen Frosch, weil diese Mahlzeit wohl anscheinend wirklich top ist aus Hechtsicht. Wir lassen uns überraschen. Ich fische jetzt weiter und hoffe, dass die Kamera dann zum richtigen Zeitpunkt läuft. Also. So, ich will euch noch mal kurz ein bisschen Material vorstellen. Das hier ist das Degazentron Fluorocarbon 0,6, also kleiner als 0,6 solltet ihr nicht wählen. Das ist dann nicht unbedingt hechtsicher, ne? Das ist zu fein. So, ich kann euch noch was sagen zur Route. Miyako BC, Baitcast Route mit einer entsprechenden Baitcast Rolle. Und dann habe ich hier Fluorocarbon als Vorfach, 0,6 mm. Das ist das Minimum, kleiner darf es nicht sein. Besser wäre vielleicht 0,7 gewesen, aber das hatte ich gerade nicht griffbereit. Aber ihr habt ja gesehen, passt, ne? Alles klar. Gut, weiter geht's.